Musik im Auto gibt's schon lange. Aber man musste Spaß haben an dem, was der Sender gerade spielte. Und hinter der nächsten Kuppe war der Empfang weg. Da knackte und rauschte es oft mit der Musik um die Wette. Ich habe das persönlich genommen, wenn mein Sender mit den schönsten Songs immer irgendwie der mit dem lausigsten Empfang war. Eigene Musik ging auch. Auf Kassetten. 60 oder 90 Minuten. Vorwärts und rückwärts abspielbar. Zwei Spuren. Musste man nur umdrehen. Die meisten nahmen sich ihre Lieblingsmusik zu Hause auf. Komplett mit allen Knistern und Knacken ihrer Langspielplatten. Ich habe noch keinen abgerockten Gebrauchtwagen aus diesen Jahren erlebt, in dem nicht irgendwo noch alte Kassetten herumlagen. Ohne Schutzhülle, ohne Aufschrift. Sie erzählten sehr persönliche Geschichten vom Vorbesitzer. Die Dinger litten im Sonnenlicht. Ihr Klang wurde dumpf. Manchmal fingen sie erbärmlich zu eiern an. Dann war meistens Bandsalat. 10 Meter in den Tiefen der Mechanik. 9 ließen sich mit viel Geduld rausfummeln. Aber dann riss das Band mit tödlicher Sicherheit ab. Es gab Aufbewahrungsboxen, die auf Knopfdruck aufsprangen. 3, 6, 9 Fächer. Purer Luxus. Die meisten stopften ihre Kassetten einfach ins Handschuhfach, zu all den anderen Dingen, die man so gut wie nie braucht. Tapes sind heute wieder cool, weil voll Retro. Aber 1600 Songs auf einer Musikkassette? Immer in bester Qualität? Irgendwie wird das langweilig. Die ist noch vom Vorbesitzer. War bestimmt eine coole Socke. Denk mal drüber nach.